Willkommen zu diesem Video. Heute, wie ihr an den Runen wahrscheinlich schon seht oder an den Schuppen, sind wir mal wieder auf dem Test-Account. Wir werden heute dieses Portal, welches eigentlich relativ neu ist, und zwar erst vor kurzem, ich glaube letztes Update oder vorletztes Update, dazugekommen ist, werden wir heute mal komplett leer machen auf diesem Account. Also ihr seht schon, was da drin ist. Erstmal hier dieser Weg Flora-Drache. Der kam jetzt neu rein vor kurzem und dann halt hier sämtliche Pakete und alles. Ist das mit einem Sommerpaket? Also, wie schon gesagt, ist halt erst im Sommer rausgekommen, das Portal. Ich meine, ich hätte schon vor einer Weile machen können, aber naja. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob sich das gleich verbindet. Ansonsten muss ich hier kurz rauscutten. Naja, wenn das so schon anfängt, dann müssen wir mal gucken, ne? Gut, gehen wir einmal aufs Kreuz. Dann tauschen wir einfach mal ein. Wir können immer fünfmal eintauschen, kostet 12.500. Das heißt, 50 Trades kosten insgesamt 125.000. Und 100 Trades insgesamt 250.000. Deswegen habe ich 250.000 von den Schuppen. Hier haben wir das Aufstiegspaket. Die ganzen Aufstiegspakete werden wir höchstwahrscheinlich nicht öffnen. Was wir öffnen werden, ist das Sommerpaket. Wir werden das Ei von Weg Flora öffnen. Und ja, also gut, Video vorbei. Nee, schnelles Video. Nach nicht mal anderthalb Minuten haben wir schon Weg Flora. Das heißt, wir haben schon das. Die Goldbelohnung, das hätte ich jetzt natürlich nie erwartet, dass es so schnell geht, aber okay. Wir wollen uns natürlich den Rest des Portals trotzdem anschauen, was es noch so gibt, ob es sich lohnt oder nicht. Zwei polierte Bernstein. Ne, aber dass wir den hier beim sechsten Tausch kriegen, das ist ja auch wieder unnormal, ne? Ich meine, auf dem Video-Account, wo man wollten, wo man bräuchten, wo man gerne mitnehmen würden, dort kriegt man natürlich nicht, aber hier kriegt man natürlich sofort. Ich könnte eigentlich nochmal theoretisch ansonsten das Portal resetten. Würde auch funktionieren. Mal gucken, dann könnten wir jetzt gleich hier für 8.500 Runen nochmal komplett resetten. Dann reichen jetzt die Schuppen nicht mehr ganz. Dann müssen wir mal hier kurz nochmal den Kollegen nehmen. Damit das geht. Ihr kennt den Bug ja prinzipiell eigentlich schon. Weil wir brauchen ja wieder 250.000. Aber können wir das gleich nochmal richtig machen. Das war ja jetzt echt nicht zu erwarten, dass es so schnell geht. Mehr brauchen wir nicht. Wir kriegen eh nochmal Schuppen aus dem Portal. So, dann gehen wir rüber, hier rüber. Und da ist er. Ja, na dann, let's go. Wenn wir den jetzt gleich nochmal am Anfang kriegen, ne, dann, ey, echt mal, müssen wir mal gucken, was dann hier abgeht. Jetzt schaue ich erstmal, dass es wieder vorbei ist hier. So, da läuft das wieder richtig. Dann gehen wir einmal auf Eintauschen. Hallo, wieso kann ich jetzt nicht auf Eintauschen drücken? Jetzt kann ich gar nichts mehr drücken. Auch gut, ich kann nicht mal raus. Na gut, starte ich das Spiel neu. So, dann geht's wieder los. Da tauschen wir die nächsten 5 ein. Let's go. Wie schon gesagt, schauen wir mal, ob wir den jetzt wieder so zeitig kriegen oder nicht. Jetzt haben wir erstmal genug Schuppen. Das ist schon mal ganz gut. Sonst wäre es nämlich schwierig geworden. Aber wie schon gesagt, ist ja Schuppen in dem Portal drin. Deswegen passt das ja. So, da haben wir auch schon 10%. Let's go. Weiter geht's. Und schon wieder Verbindung. Was ist denn gerade los mit diesem Internet hier? So, dann tauschen wir das nächste Mal ein. Let's go. Und wir bekommen erstmal wieder einen Ladebalken und haben wieder keinen Plan. So, jetzt haben wir Fisch. Dann haben wir einmal ein Ausstiegspaket. Let's go. Hier nochmal ein bisschen Bernstein, 2000 Stück. Ein Gratispaket. Und was gibt's hier? Nochmal ein Fischpaket. Wunderbar. Gehen wir in die nächsten 5 rein. Let's go. Wieder 12.500 Schuppen. Hier kriegen wir einmal drei polierte Bernsteine, ist nicht ganz schlecht. Da haben wir nochmal zwei normale Bernsteine, also unpoliert, müssen wir halt nochmal umtauschen, die 2000. Haben wir ein Proxys-Aufstiegspaket und dann hier nochmal 150 Runen. Let's go, müssen wir aufpassen, denn unsere Runen ja noch alle werden, ne? Unsere 2.600.000 Runen. Aber wir waren mal über 3 Milliarden ganz am Anfang. Hier haben wir ein Elite-Paket, dann haben wir einmal nochmal 50 Runen, hier nochmal 50 Runen obendrauf. Ein silbernes Aufstiegspaket, einmal Holz und dann können wir schon in die nächsten 5 gehen. Haben jetzt auch gleich schon ein Drittel geschafft, wenn wir die eingesammelt haben, die 5 hier. Und haben es dieses Mal beim zweiten Versuch noch nicht den Premium bekommen. Beim ersten haben wir ja gleich sofort sechste Belohnung. Okay, wäre schön, wenn das im Video-Account auch so funktionieren würde, weil dann hätten wir dort auch schon lange mal irgendwelche gekriegt. Vielleicht auch sogar mal dort den legendären, aber naja. Hier haben wir einen Silberpreis, das Sommerpaket, das können wir dann auch gleich öffnen. Dann haben wir nochmal Bernstein 2000, dann hier nochmal ein Rekrutenpaket, beziehungsweise ein normales Markenpaket und ein Bernstein. Dann geht's weiter, let's go. 12.500 Schuppen.
Und wir kriegen einmal Fisch, dann einmal Fisch, dann kein Fisch, ein Markenpaket, let's go. Dann haben wir nochmal ein anderes Markenpaket und dann hier nochmal ein Gratispaket. Okidoki. Geht's weiter. Let's go. Hälfte ist es jetzt gleich schon und in dieser Hälfte, also jetzt in dem Teil, in dem Versuch, war in der Hälfte jetzt der Premium nicht mit dabei. Hier nochmal ein Gratispaket. Let's go. Dann ab in den nächsten Trade. So, wunderbar. Und einmal wieder Fisch. Dann Bronzes Aufstiegspaket. 100 Runen. Ein Rekrutenpaket, okay. Und ein silbernes Aufstiegspaket. Let's go. Dann ab ins nächsten Trade. Sind wir auch schon bei 60% und Premium immer noch nicht dabei. Also diesmal lässt er wirklich lange auf sich warten. Das erste Portal war richtig schmackhaft. So wie man es eigentlich überall auf jedem Account wollte. So Video-Account oder Haupt-Account oder was auch immer. Oder jeder bei seinem Account würde den halt so beim sechsten Tausch oder noch eher bekommen. Jetzt hier beim nächsten Versuch haben wir irgendwie nicht ganz so viel Glück. Wir haben den Alpha-Schatten, den haben wir vorhin auch gleich beim zehnten Tausch gekriegt. Okay. Nochmal ein paar Runen, nochmal ein bisschen Fisch. Hier nochmal Holz. Okay. Ein silbernes Aufstiegspaket. Und damit sind wir schon bei dem letzten Drittel angelangt. Er war immer noch nicht dabei. Das heißt, diesmal lässt er wirklich. Es ist ein bisschen wie bei dem, wo wir damals den Bruchspalter geholt haben. Der hat ja auch ewig auf sich warten lassen. Hier haben wir ein seltenes Paket. Das können wir auch gleich öffnen. Und dann haben wir hier nochmal drei polierte Bernstein, 50 Runen. Und das war's. Dann geht's weiter. Let's go. Und es gibt. Da ist der Goldpreis. Let's go. Also der 30. Tausch war es sozusagen. Also der. Wir mussten 70 Mal tauschen. 70 Mal mussten wir tauschen. Dann der 71. Tausch, der war's. Da ist wieder der Goldpreis. Haben wir Weg Flora jetzt zweimal auf diesem Account hier. Ist ja, wie schon gesagt, einfach nur der Test-Account. Also bringt ja sowieso nicht wirklich viel. Nochmal 300 Runen oben drauf. Nochmal 50 Runen. Let's go. Und dann schauen wir mal, was in den letzten 25 noch so drinne ist. Hier haben wir nochmal ein Markenpaket. Dann haben wir hier nochmal ein Holzpaket. Nochmal Bernstein. Let's go. Markenpaket und Holzpaket. Ihr könnt auch gerne schon mal reinschreiben, wegen dem Test-Account, was als nächstes, was ihr euch als nächstes für ein Video von dem wünscht. Wegen, weil ich könnte ja sonst noch mal, also was ich jetzt auf dem Plan habe, was ich eigentlich machen wollte, bevor mir das mit dem Portal eingefallen ist, war wieder von Level 1 auf Level 175, die schnappende Falle. Müsst ihr mal reinschreiben, die schnappende Falle würde ich auf jeden Fall noch machen, weil das noch ein Wunsch oder ein, von dem vom Taifun-Rang unter dem Video war das noch ein Wunsch. Und dann könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr euch noch so wünscht. Ich schaue natürlich trotzdem nochmal in den älteren Videos, ob noch irgendwo ein Drache wartet, der, wo es sich jemand gewünscht hat, dass ich den mache. Und ansonsten könnt ihr einfach mal reinschreiben, weil dann wollen wir ja auch mal weitermachen, weil wir wollen ja auch irgendwann mal alle gewöhnlichen Rardrachen und seltenen Drachen durchhaben. Dann nochmal kurz zum Thema Isle of Birk, wird demnächst auch wieder ein Video kommen, wahrscheinlich sogar vielleicht morgen oder übermorgen, muss ich mal gucken. Aber kommt auf jeden Fall auch wieder ein Video. Und da gab es auch ein Update. Das heißt, mit dem nächsten Video habe ich mir wahrscheinlich auch schon die neue Version geholt von dem Mod. Und da gibt es nämlich schon wieder neue Drachen und so. Deswegen, also keine neuen Drachen an sich, ich glaube, sondern nur neue Drachen aussehen, beziehungsweise Designs. Da guckt man dann auf jeden Fall rein, wenn es soweit ist. Jetzt ist es aber heute noch nicht soweit in dem Video hier. Hier haben wir nochmal einen Bronzepreis. Let's go. Also Bronze ist Aufstiegspaket. Dann ist das Ding leer. Dann können wir es resetten. Dann fängt das wieder genauso von vorne an. Könnte man jetzt wieder hier die Goldbelohnung holen, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir gehen hier rein, gucken mal durch. Ja, hier sind die ganzen Standardpakete, die ganzen normalen, das ist ganz in Ordnung. Da haben wir einmal Weg Flora, sammeln wir dich ein, wir haben Weg Flora direkt nach einem seltenen Paket bekommen. Das Ei sieht schon mal ganz normal eigentlich aus, nicht so nach Premium, aber es ist ein Premium-Drache. So sieht er aus, ist eigentlich ganz hübsch und sammelt 23,3 Millionen Fisch und 19 Stunden, also ist auch nicht so schlecht, kann man auf jeden Fall auch nehmen. Stellen wir mal hier hin, können wir einmal ein bisschen füttern. Let's go. Da sehen wir ihn hier nochmal ein bisschen näher. Dann gehen wir wieder hier rein. Können weitermachen. Gehen dann hier jetzt. Ach stimmt, Wegflora. Das war jetzt erstmal die untere. Haben wir gleich die nächste Wegflora. Dadurch, dass wir ja zwei haben, wurde ja erstmal die aus den tieferen Ebenen des Postfachs geholt. Das haben die ja mal so eingerichtet damals, als sie das Postfach gedreht haben. Und da sehen wir auch schon Wegflora Nummer 2. Hier haben wir beide. Die haben sogar einen leichten Effekt, so von Pusteblumen, dieses Zeug, wie weggepustete. Also die Samen halt.
Okay. An sich sieht die Insel ganz geil aus. Ist halt das Schiff ist höher gelegen. Kennt man ja so von anderen Drachen auch. Nochmal mit ein paar Blumen drumherum, ein bisschen Löwenzahn. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz schön aus. Kann man so machen. Dann geht's weiter. Haben wir hier noch das seltene Paket, was gerade bei Weg Flora war. Genau hier ist es. Öffnen wir das auch mal. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, auf dem Account kann man, ich glaube, nichts Neues kriegen, weil ich habe ja eigentlich jeden Drachen rangeholt, den es so zum Ranholen gibt. Es gibt noch ein paar einzelne, die kann man halt nicht immer sofort kaufen. Also gerade auch die, die mit einer neuen Season rauskommen, kannst du nicht immer sofort holen. Deswegen fehlen ja noch knapp 60 Drachen, aber ansonsten habe ich ja alle auf dem Account. Dann gehen wir wieder ein Stück runter und haben hier Alpha-Schatten. Gut, den brauchen wir jetzt nicht einsammeln. Nochmal ein bisschen Holz, Fisch, das ist auch ganz in Ordnung, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Hier ist das Sommerpaket, let's go. Nehmen wir das einmal mit, ist auch ein sehr hübsches Paket und wir bekommen bisschen Runen, ein bisschen Eisen gibt es hier, dann ordentlich Fisch, okay, und Meerglanz. Meerglanz dürften wir bereits haben auf diesem Account. Genau, also können wir den freilassen. Let's go. Und dann können wir hier wieder ein Stück runtergehen. Und da können wir am Ende des Videos nochmal kurz ein bisschen durchs Buch der Drachen gehen, damit ihr nochmal ein bisschen sehen könnt, welche Drachen wir denn noch so machen könnten. Bei dem ganzen, hier von Level 1 bis Level 175. Gut, sind wir durch. Hier ist nicht mehr. Also gut, diesen Geschenkpaket haben wir ja noch. Okay, können wir auch einsammeln. Was kriegt man hier? Ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz, na, ein paar Runen. Okay, ist jetzt irrelevant eigentlich. Dann können wir mal hier reingehen. Sortieren wir hier nach ohne Zahn suchen und gehen mal ein Stück runter. Das sind jetzt die Event, genau. Ab hier geht's los. Also wir haben riesenhaften Altraum, Gronge, schreckliche Schrecken, Klugkessel, Rorschach, Qualmdrachen, Flüstern, Tod, tödlichen Naderhummel, den Grunzer, Eiszahn, Wechselflügler, Schockdrachen und so ein paar Drachen haben wir noch nicht. Also gerade hier oben sind natürlich sehr leicht. Ich denke mal, gerade so die erste und die zweite Reihe kennt wahrscheinlich fast jeder. Wobei ich mir denken könnte, dass für einige vielleicht der Glutkessel, der flüsternde Tod, der tödliche Nadder und vielleicht der humpelnde Grunzer noch ganz interessant sein könnten. Ich weiß halt nicht, ob jeder von euch riesenhaften Altraum und Gronkel hochzieht. Können wir es sonst auch mal machen, genauso wie mit schrecklichen Schrecken. Ihr könnt doch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch sagen, jo, wir gehen das komplett von oben bis unten durch. Dass wir halt wirklich von Anfang an als riesenhaften Altraum und Gronkel und so durchgehen komplett. Und halt die dann überspringen, die wir jetzt dann schon gemacht haben. Wie zum Beispiel Hakadu. Pockrachen sieht auch richtig geil aus auf Titan. Dann Donnertrommler finde ich auch sehr cool auf Titan. Taifunmarang haben wir schon gesehen. Leuchtenden Fluch kann man sich auch immer wieder gönnen, der sieht auch cool aus. Beim Funkenwüstel weiß ich selber gerade gar nicht. Sandläufer weiß ich nicht. Sandgeist sieht ganz interessant aus. Skrill natürlich auch. Den kennt man ja aber eigentlich, denke ich mal. Schrecken der Meere wird ziemlich bunt. Flutsegler wird blau, meines Wissens nach. Oder violett so dingsmäßig. Ja, also wie schon gesagt, ihr müsst einfach mal sagen, ich kann ja hier noch ein bisschen durchscrollen. Ansonsten könnt ihr ja bei euch auch ein bisschen durchscrollen. Und dann könnt ihr einfach mal reinschreiben, was ihr euch denn so wünscht. Welchen Drachen wir denn am besten mal machen. Und dann können wir das ja einfach mal machen. Dann können wir ja einfach mal durchstarten. Guck mal, ich kann ja sogar noch, da sind wir dann sogar wirklich nur 60 Drachen, nicht 61 fehlen dann. Let's go, können wir den auch noch holen, den teuflischen Derwisch. Und dann haben wir den hier auch gleich noch. Da weiß ich zum Beispiel wirklich gar nicht, wie auf Titan aussieht, weil ich ihn selber noch nie gesehen habe. Also das wäre sogar dann was relativ Interessantes für mich. Weil über meine 7 Jahre Spielerfahrung mittlerweile in diesem Spiel habe ich ja schon einige gesehen über die Zeit hinweg. Weil ich sie selber schon auf dem Main-Account gemacht habe oder sonstiges. Deswegen, da müsst ihr einfach mal raushauen, wen ihr so sehen wollt. Hier haben wir jetzt erstmal nochmal den teuflischen Derwisch. Ist auf diesem Account auch neuer Drache. Können wir gleich wieder ausbrüten. Let's go. Sehen wir den auch gleich nochmal. Wunderbar. Und der kann dann auch gleich mitieren. Okay, das Ei ist einfach mitten in der Insel. Okay, auch gut. Und so sieht er aus. Hat zwei Hörner. Ist relativ dunkel mit ein bisschen Gelb. Sieht auf jeden Fall cool aus vom Design her. Ja, und so sieht der ganze Spaß aus. Da fehlen jetzt wirklich nur noch 60. Man kann das ja hier noch nach nicht im Besitz filtern und dann nach alle Quellen. Und dann kann man ja hier manchmal solche Kurven nach Runen, also mit Runen beziehungsweise so rum. Wieso wird wenn nicht Ringchiller? Wieso habe ich den nicht im Besitz? Hä? Na gut, dann habe ich ihn jetzt im Besitz. Das ist jetzt kein Problem, aber okay. Wieso war der nicht im Besitz? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, aber so kann man das machen. So mache ich das nämlich immer, wenn ich hier die Ransen hole, alle. Dann gehe ich hier durch, gucke, ja, hier, wen kann ich kaufen für Runen? Hier müsste ich halt raufen für die Kollegen. Ja, ich würde sagen, das wäre es an der Stelle. Erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Seit wann gibt es Baby-Tagschatten? Wir sehen uns noch nicht beim nächsten Mal wieder. Jetzt will ich gucken, warte. Keine Filter. Das muss ja gerade ganz neu rein sein. Ja, die neue Familie ist schon da. Let's go, na dann gucken wir uns die morgen auf jeden Fall im Video direkt an.
Das wusste ich ja jetzt selber noch nicht. Okay, cool. Ja, ist schön. Wusste ich nicht. Geil. Oh, der ist gerade gesprungen. Na, dann gucken wir uns das auf jeden Fall im morgigen Video alles mal ganz genauer an. Oder beziehungsweise ganz genauer an. Und dann werden wir uns auf jeden Fall auch Baby-Tagschatten noch ranholen. Wie schon gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ciao, ciao, Leute.